Und damit willkommen zurück bei Black auf dem Kanal von Black Crystal LP. Ich bin jetzt schon ein bisschen angepisst, weil ich jetzt schon zwei Aufnahmen gemacht habe von dem neuen Spiel. Ich habe ja vorher bei der ADA-Analyse gesagt, dass ich, weil es kommen ja heute vier Parts, zwei von dem neuen Spiel und eben eins von Game of Thrones, eins von Magic Duels. Und zweimal ist der PC abgeschmiert bei Versuchen, dieses Spiel zu machen, und das kotzt mich an, weil es bisher nicht großartig von Ressourcen oder sonst was war. Das ist neue Spiel heißt Ember, a heartbreaking a heartbreaking kinetic novel. Es ist ein Point and Click auf jeden Fall. Ich weiß über das Spiel selber aber nicht viel, weil ich habe mir das vor Ewigkeiten mal geholt. Auch kostenlos auf Steam. Und es ist von Träumendes Mädchen, also vom selben Entwickler, wo wir schon Garden of Oblivion gespielt haben. Und ja, wir schauen uns einfach an. Ich hoffe, dass er jetzt nicht abschmiert, weil vorher ist er zweimal abgeschmiert. Das wäre einfach schön zu wissen. Ja, wie ihr es gerade eben schon gesehen habt, Träumendes Mädchen, auch hier wieder Renpy. Wirkt natürlich am Anfang ein bisschen creeps in den kleinen Mädchen und so. War aber bisher ein sehr... Also ich habe es nicht weit gespielt. Ich habe halt zweimal versucht, die erste Folge aufzunehmen. Das ging beide Male schief. Deswegen weiß ich nicht viel. Ich habe halt leider die erste Errungenschaft schon bekommen. Aber da sage ich dann später nochmal was dazu. Wir fangen jetzt einfach an. Und hoffentlich läuft es jetzt, weil... Ihr merkt schon, ich bin angepisst, weil ich das jetzt schon zweimal probiert habe. Heute eh nicht so viel Zeit habe wegen Terminen. Und ja, da ist es halt irgendwie ätzend. Es war 19 Uhr. An diesem schönen, aber kalten Herbsttag schüttelte der Wind die zerbrechlichen Äste der Bäume auf der ganzen Straße. Ja, es ist ein Spiel, wo ich bisher mitgekriegt habe, dass es sehr schöne Musik hat. Man sieht auch ähnlicher Stil wie bei Disturbed zum Beispiel, mit Speichern laden hier und so. Aber bisher ist es eine Menge Text bisher gewesen, soweit wie ich gespielt habe. Ich weiß deswegen nicht genau, wie das Spiel funktioniert. Aber wir lassen uns einfach überraschen, würde ich vorschlagen. Tristan Mallory ging langsam und müde seinen Weg. Ein Wirbelwind aus Blättern erregte seine Aufmerksamkeit und er hielt an, um ihn für ein paar Minuten zu beobachten. Ein Sprühregen aus Farben tanzte um ihn herum. Bruchstücke von roten, orangenen und gelben Farben bildeten ein willkürliches Mosaik, das sich erstreckte, soweit das Auge reichte. Endlos. Ein Hauch von Schönheit in dieser grauen und verrauchten Stadt, in dieser lauten Metropole, die kontinuierlich schlechte Luft ausblies. Wir merken schon, sehr philosophisch geschrieben, sollte aber die Leute, die Garden of Oblivion gesehen haben, nicht wahnsinnig überraschen. Übrigens ist das auch der Grund, warum ich denke, dass dieses Let's Play nicht so lang geht, weil halt damals das Garden of Oblivion auch nicht so lang ging, aber wir werden einfach mal sehen. Ja, das ist der Tristan. Das ist wahrscheinlich unser Hauptcharakter. Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber bisher, soweit ich gespielt habe, wirkt es so. Als er wieder zu Sinnen kam, schüttelte der 30-jährige Mann seinen Kopf. Jetzt war nicht die Zeit für Tagträume. Er musste nach Hause gehen. Der lange Tag lastete bereits auf seinen Schultern. Aber wenn er ganz ehrlich war, war die Arbeit nicht das Anstrengendste in seinem Leben. Schließlich bedeutete ein ehrlicher, gut bezahlter Job heutzutage schon eine Art Luxus. Wie ein vorbildlicher Angestellter erledigte er gewissenhaft jede Aufgabe, die ihm zugeteilt wurde. Nicht mehr, nicht weniger. Nein, was ihn wirklich zerstörte, war eine ganz andere Form der Erschöpfung. Eine erschreckende und erdrückende Einsamkeit,
die ihn schon seit Jahren verfolgte, seitdem seine Frau, ich nehme an, verstorben ist, weil er spricht da nicht weiter, man sieht aber, er hat geschlossene Augen. Und er sagt ja Einsamkeit, deswegen nehme ich an, dass sie verstorben ist. Also man merkt schon, der Tristan ist nicht wirklich mit sich im Reinen. Er ist ein sehr nachdenklicher Mensch und ein sehr trauriger Mensch auch. Das leise Klingeln der Vordertür brachte ihn zurück in die Realität. Er war bereits in seiner Wohnung. Ein trauriges und stilles Wohnzimmer wartete auf ihn. Ich finde das Wohnzimmer jetzt gar nicht so schlimm, aber man weiß ja, Gefühle sind einfach stärker als das Auge. Und da kann es noch so schön sein, man fühlt sich ja trotzdem, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann passt es einfach nicht. Gänsehaut überkam ihn, als er den Raum betrat. Von einem fast verzweifelten Drang angetrieben, machte er sich nicht mal die Mühe, seinen Mantel richtig aufzuhängen und fing an, alle Türen aufzureißen, eine nach der anderen. Ja, es sieht ja vom Bild her nicht so aus, als hätte er allgemein seinen Mantel abgelegt. Man sieht ja, er hat Mantel und Schal, aber gut. Lassen wir es mal dabei gewissermaßen. Jedes Mal beantwortete bloß die Leere sein Flehen. Er spürte die Furcht in ihm ansteigen. Ja, die Einsamkeit. Der Angst vor der Einsamkeit. Das kenne ich auch persönlich, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Seine letzte Hoffnung, die letzte Tür, der verbotene Raum dahinter. Also wahrscheinlich ein gemeinsames Schlafzimmer oder so, irgendwas, was ihn emotional stark einschränkt. Wie bei Gun of Oblivion, ne? Eine böse Tür. Er öffnete sie leicht und spähte hinein. Natürlich war dort niemand. Er ließ sich schwer auf das Sofa fallen. Die bedrückende Einsamkeit kam mit voller Kraft zurück. Zermalmte ihn wieder und wieder, verwundete sein Gesicht mit unsichtbaren Narben, die Wunden der Zeit. Es passierte schon wieder. Das Gefühl zum Beispiel kenne ich relativ gut. Ich denke mal, ein paar von euch Zuschauern werden das auch kennen. Und ich finde die Musik sehr schön. Sie ist sehr passend bisher. Und auch bisher gefällt mir der Stil. Ich hoffe halt, dass es nicht Only Text ist, das wäre irgendwie doof. Aber das war es ja bei Guide of Oblivion auch nicht, deswegen denke ich, dass man später schon noch was machen kann. Plötzlich fühlte sich Tristan Mallory sehr erschöpft. Er hielt seinen Kopf in den Händen und starrte für lange Zeit auf den Boden. Nach einer gefühlten Ewigkeit stand er abrupt auf. Er sammelte alle Bilderrahmen zusammen, die auf die Möbeln gestanden hatten, und verstaute sie in einem Schrank. Die Erinnerungen mussten außer Sichtweite. Also schlechte Erinnerungen von Bildern. Von sehr vielen Bildern. Wenn er sagt alle, dann waren es wohl mehr als ein, zwei. Kann ich gut nachvollziehen. Weil sowas kann einen sehr, gerade wenn man halt eh schon nicht gut drauf ist, das kann einen sehr hart treffen. Als er sicher war, dass keine Bilder mehr zu sehen waren, zog Tristan seinen Mantel wieder an und eilte nach draußen. Also ein Spaziergang, vielleicht auch eine Art Flucht, dass er versucht, unter Menschen zu kommen. Mal gucken. Es war kühl, ein bisschen dunkel, aber es gab noch genug Licht, um etwas zu sehen. Es war die perfekte Zeit für einen Spaziergang. Zumindest dachte er das. Okay. Als er eilig über den Bordstein lief, war der 30-Jährige alles andere als entspannt. Unglaublich nervös lief er um die Orte, die ihm am vertrautesten waren, auf der Suche nach einer Ruhe, die definitiv außer Reichweite war. Okay, also er scheint mir gerade so, als würde er verzweifelt nach Menschen suchen, einfach um der Einsamkeit zu entkommen. Das mit der Ruhe verstehe ich auch so, Ruhe vor seinen Gefühlen. Von diesen negativen Gefühlen. Entschuldigung.
Als er an einem Park nahe seines Zuhauses vorbeikam, hörte Tristan Mallory plötzlich ein schrilles, fast unhörbares Wimmern. Und die Musik hat auch gerade kurz aufgehört. Sein Herz setzte einen Schlag aus und er hielt an. Ein Mädchen mit einem Hasen im Arm, wahrscheinlich die gute Ember, ne, um die es sich im Spiel dreht, könnte ich mir vorstellen. Im schwachen Licht der untergehenden Sonne erkannte er die Silhouette eines kleinen Mädchens, das mit gesenktem Kopf auf einer Schaukel saß. Die Tränen rannen ihr über die Wangen. Aus Angst, sie zu erschrecken, ging er nur langsam auf sie zu und sah sie sich genauer an. Ihre Kleidung war zerknittert. Sie hatte weder Mantel noch Schal und sie hatte Kratzer an mehreren Stellen ihrer Haut, als wäre sie in einen Kampf geraten. Oh, das klingt ja nicht schön. Wir wissen, es ist ein kalter Herbsttag. Erstens nicht gut angezogen oder nicht warm genug angezogen. Das sieht man auch beim Bild. Und die Kratzer deuten natürlich auf nichts Schönes hin. Dass sie allein ist, gefällt mir auch nicht. Ich meine, im Park. Der Park war komplett verlassen und sie schien schon Sie schien schon eine Weile lang dort gewesen zu sein. Eine Sekunde lang verspürte Tristan Mallory das Verlangen, sie dort allein zu lassen, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Aber dann schalt er sich gedanklich selbst. Das konnte er nicht tun. Ja, da kämen wir zum Beispiel die Errungenschaft, die heißt A Lonely Little Girl, also ein einsames kleines Mädchen. Die kommt halt jetzt nicht, weil, wie gesagt, der Part vorher schon zweimal abgeschmiert ist. Ich hoffe, diesmal wird das nicht sein, weil, wie gesagt, ich bin leider deswegen schon ein bisschen angefressen. Und der Tristan irritiert mich ein bisschen, dass er jetzt wirklich einen Moment gedacht hat, ja gut, lass ich sie vielleicht alleine. Weil er ist ja einsam, er sucht ja die Nähe von Menschen und ein kleines Mädchen allein lassen ist halt schon nicht so schön, also sagen wir es mal so. Er kniete sich also vor sie und fragte mit sanfter Stimme: Stimmt etwas nicht? Das sieht man unten, bei dem Teddy. Ja, ist sehr viel in rosa, keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Das kleine Mädchen schien ihn nicht gehört zu haben. Sie schluchzte, hickste und zitterte. Geduldig streichelte Tristan Mallory ihr Haar und wiederholte: Warum weinst du? Was ist passiert? Es dauerte einige Minuten, bis sie sich ein wenig beruhigte, aber letzten Endes wischte sie sich die Tränen weg und antwortete mit leiser, von Schluchzen unterbrochener Stimme: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe etwas Wichtiges verloren. Etwas sehr Wichtiges. Aber ich kann mich nicht erinnern, was es war. Kein Name, 3 Fragezeichen. Ob das was bedeutet, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es Amber ist, weil halt man ja schon im Startbildschirm ein kleines Mädchen gesehen hat, aber wir wissen es nicht. Mal schauen. Tristan Mallory seufzte und fühlte eine Mischung aus Mitgefühl und Mitleid. Sie erschien so verloren, so verletzlich. Er wollte sie so festhalten, dass ihre Trauer vorübergehen würde. Aber gleichzeitig sagte ihm eine Stimme, dass er nicht so aufdringlich sein sollte. Dass er ihre Schwäche nicht ausnutzen sollte. Ja, das wäre, glaube ich, auch nicht klug. Einmal könnte sie es falsch verstehen und einmal, ne, wir wollen ja nicht als Pädophiler gelten. Weil wir wissen ja nicht, der Park ist zwar verlassen, aber sowas kann ja trotzdem jeder sehen. Und umarmen ist halt schon sehr, also er sagt ja festhalten, ist halt schon sehr deutlich. Man könnte es halt fehlinterpretieren, darauf will ich hinaus. Also versuchte er, nicht sein Gesicht zu verlieren und beruhigend auszusehen. Aber vor diesem traurigen kleinen Mädchen fühlte er sich überhaupt nicht selbstsicher. Bist du ganz allein? Wo ist dein Papa und deine Mama? Ich weiß es nicht.
Wohnst du weit weg von hier? Ich weiß es nicht. Okay, anscheinend hat das Mädchen komplett alle Erinnerungen verloren. Das ist schon ziemlich krass. Sie weiß nicht, wo ihre Eltern sind. Sie weiß nicht, wo sie wohnt. Und ja, wie gesagt, die Schrammen machen mir echt Sorgen. Wie heißt du? Amber. Ah ja, sage ich doch, es ist Amber. Jetzt wissen wir es aber mit Sicherheit. Nun gut, Amber. Du kannst nicht hier draußen im Wind bleiben. Du wirst dich noch erkälten. Und du willst doch nicht krank werden, oder? Nein, ich hasse es, krank zu sein. Immerhin etwas. Also auf jeden Fall ist sie kein dummes Mädchen, das freut mich schon mal. Siehst du, du musst dich irgendwo aufwärmen. Es wird bald dunkel. Aber ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Wenn das so ist, was hältst du davon, mit zu mir zu kommen? Es ist nicht weit von hier und dort gibt es einen viel besseren Schlafplatz als diese Schaukel. Ja, vor allem im kalten Wind ist die Schaukel natürlich kein angenehmer Ort. Aber ich hoffe, dass sie das jetzt nicht missversteht. Tristan ist ja schon sehr offensiv mit dem Einladen. Aber offensichtlich nicht. Amber schien skeptisch, aber sie hatte keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Er streckte freundlich eine Hand nach ihr aus und zum ersten Mal hob sie den Blick. Ihre Augen waren ganz verschwommen vor Tränen und zögerlich. Er hielt es für eine gute Idee, ein Lächeln zu erzwingen, um sie zu beruhigen. Aber sie hat schöne Augen, sieht man ja auch schon bei dem Bild. Obwohl er so müde war, zeigte Tristan Mallory sein überzeugendstes Lächeln, okay, und nahm ihre Hand, um ihr auf die Füße zu helfen. Ihre Hand war so fein und gebrechlich. Das überzeugendste Lächeln bei jemandem, der selber an Einsamkeit wirklich fast verrückt wird. Ich weiß ja nicht. Also ich meine, der Versuch ist gut, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Okay, jetzt sehen wir hier beide. Jetzt hat sie auch nicht mehr den Hasen im Arm. Ich hoffe, er hat sie mitgenommen. Das wäre irgendwie blöd. Die Schritte des Mädchens waren schwach und sie schwankte. Sie hatte vermutlich den ganzen Tag nichts gegessen. Er scheint mir ja gerade ein bisschen wie ein Waisenkind, ehrlich gesagt. Aber von der Kleidung her glaube ich schon, dass sie eigentlich zu Hause hat, ehrlich gesagt. Aber das ist nur mein Gefühl. Vorsichtig führte er sie zu sich nach Hause und achtete darauf, dass sie nicht stolperte. Der Mann zog seinen Mantel aus und schloss die Tür hinter ihm. Fühl dich wie zu Hause. Ich koche dir etwas. Auf dem Weg zur Küche machte er das Licht im Wohnzimmer an, damit seine Wohnung nicht so düster aussah. Okay, ist auch wieder eine nette Geste, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wohin das führt. Ich habe bei Amber ein komisches Gefühl. Jetzt kein Gefühl im Sinne von Misstrauisch oder so, aber ein bisschen komisches Gefühl habe ich schon. Während er seinen Kühlschrank nach potenziellen Essen durchsuchte, warf er immer mal wieder einen Blick über die Küchentheke. Im Wohnzimmer lief Amber immer noch herum, ein wenig wild und immer noch auf der Hut. Ja, aber sie ist ein schlaues Mädchen. Sie ist klug, sie will einfach sich schützen, das kann ich gut verstehen. Sie erkundete diese neue Umgebung und bewunderte die Dekoration. Leider fand sie nicht viel, das ihr Interesse weckte. Es war ein langweiliges Haus, fast schon zu langweilig. Es gab keine Hinweise auf das Leben der Bewohner. Sie nutzte die Gelegenheit, als Tristan mit einer Tüte Nudeln beschäftigt war, und flüchtete in den Flur, auf der Suche nach dem Badezimmer, um ihrem dringenden Bedürfnis nachzugehen. Ja, das ist gut, aufs Sofa pinkeln wäre irgendwie doof, auch wenn das, glaube ich, bei einem Mädchen, bei einem kleinen Mädchen nachvollziehbar wäre. Aber ich meine, sie ist ja kein Baby mehr. Sie ist ja durchaus, ich meine, wie alt wird die sein?
Ich würde es jetzt grob auf so 6, 7, 8 Jahre alt schätzen, ehrlich gesagt. Sie fand es schnell, aber bevor sie in den Flur zurückging, bemerkte sie, dass alle Türen weit offen standen. Bis auf eine. Das ist wahrscheinlich die Tür, die Tristan als verboten vorher bezeichnet hat, die er nur vorsichtig geöffnet hat. Die letzte Hoffnung, wie er sie vorher nannte. Sie wurde auf seltsame Weise von dieser Tür angezogen, bevor sie überhaupt darüber nachdenken konnte. Okay. Neugierig fühlte sich Amber von der angelehnten Tür magnetisch angezogen. Sie wollte nur einen kurzen Blick riskieren, aber ihr fiel es schwer, etwas durch den Spalt zu erkennen. Weiß ich ja jetzt nicht, ob das die beste Idee ist. Ich hoffe, es ist eine gute Idee, auch weil die Musik jetzt wieder weg ist. Ich glaube, ich speichere jetzt, obwohl... Soll ich speichern? Ich speichere mal. Wir haben auch hier Speicherstände, ganz normal, wie zum Beispiel auch bei Garden of Oblivion. Einfach in den ersten Slot. Ja, die Musik ist gerade weggegangen und es soll ein verbotener Raum sein. Ich weiß nämlich nicht, es könnte auch ein Horrorspiel sein, keine Ahnung. Ich weiß bisher nur, dass es Point and Click ist. War das Blaubarts Kabinett? Eine furchteinflößende Gruft, in der Tristan Mallory die Leichen seiner ehemaligen Frauen verscharrte? Das kleine Mädchen stieß die Tür auf, betrat den Raum und machte das Licht an. Oh, liebes Spiel, sag doch nicht sowas mit der Gruft, das ist doch gruselig, das macht man doch nicht. Wow, okay, das ist jetzt nicht dasselbe, aber es ist trotzdem Creeps. Es war ein Schlafzimmer voller Plüschtiere und weichen Kissen. Und fällt euch was auf? Hier haben wir drei Tiere, einmal einen Fuchs, einen Hasen und ein Wesen, was ich nicht so genau identifizieren kann. Das könnte aus Garden of Oblivion sein. Ein großes Bett stand stolz in der Mitte des Raumes. Daneben eine hübsche Frisierkommode. Und wieder eine ganz komische Musik. Ich finde es gerade irgendwie creeps, ganz ehrlich. Gefällt mir nicht unbedingt. Die Wände waren in einem hellen Himmelblau gestrichen. Die Aufbewahrungsmöbel, abgestimmt mit den süßen Farben der Accessoires, strotzten nur so vor Geheimnissen. Ja, wir sehen verschiedene Bücher, wir sehen hier auf jeden Fall eine Kommode, hier noch mehr Tiere. Es sieht mir eher wie ein Kinderzimmer hier aus. Auf dem Nachttisch konnte sie ein Nachtlicht. Ach, Nachtlicht, okay. In Form eines süßen Maskottchens erkennen. Okay. Dieser seltsame Raum hatte etwas Feenhaftes an sich, sodass Amber einen leisen Laut der Überraschung nicht unterdrücken konnte. Sie schloss die Tür, damit der 30-Jährige ihr Versteck nicht entdecken würde, und breitete sich auf dem bunten Bett aus. Sie rollte sich zusammen, sprang herum und kuschelte sich unter die Laken. Ob das Tristan so gut findet, weiß ich ja nicht. Ich meine, sie ist gerade in dem Raum, den er als verboten bezeichnet hat. Deswegen, ich weiß ja nicht. Unerklärlicherweise fühlte sie sich wohl in diesem Raum, dem einer Prinzessin gebührte. Er schien nur für sie gebaut worden zu sein, um ihren Fantasien gerecht zu werden. Dann ging sie auf einen großen Teddybär zu, der sie lockte. Sie packte ihn sofort, umarmte ihn und übersäte ihn mit Küssen. Ja, interessant. Also sie fühlt sich wohl, das ist zumindest ein Punkt positiv, weil vorher war sie sehr, sehr misstrauisch. Aber wie gesagt, mein Instinkt ist gerade sehr verwirrt, muss ich sagen. Ihr blasses Gesicht wurde von einem breiten, reinen, unschuldigen Lächeln erleuchtet. Dem Lächeln eines Kindes. Und das stimmt allerdings. Okay, wir sind also wieder zurück. Unterdessen hatte Tristan in der Küche die Nudeln gekocht und wollte gerade das Essen servieren, als er das Fehlen des kleinen Mädchens bemerkte. Leicht besorgt rief er nach ihr. Amber? Amber, bist du hier?
Nervös suchte er nach ihr in allen Zimmern und sah zuerst im Badezimmer nach. Er suchte überall im Haus, bis nur noch... Ja, bis halt auf die verbotene Tür, ne? Die Haustür macht viel Krach, wenn sie geöffnet wird. Also hätte ich gehört, wenn sie gegangen wäre. Könnte sie da drin sein? Jetzt schon? Was meinst du, Tristan? Was meinst du mit jetzt schon? Das ist irgendwie, keine Ahnung, ich bin von dem Spiel gerade, ich finde das Spiel gerade cool, aber es verwirrt mich. Interessantes Bild hier. Mit einem reuevollen Seufzen ging er auf das hell erleuchtete, verbotene Zimmer zu und entdeckte Amber, die mit Plüschtieren spielte. Sein Blick wurde sanft. Ich schätze, da kann man nichts machen, dachte er. Ohne ein Wort zu sagen, setzte er sich neben sie. Auf dem Bett bewegte das kleine Mädchen die Hände der Plüschtiere, als würden sie sprechen. Mit schwacher Stimme kommentierte sie eine Teeparty der Plüschtiere und schien viel Spaß zu haben. Sie hatte wieder dieses Leuchten in den Augen. Ja, immerhin, sie fühlt sich wohl, was wollen wir eigentlich? Plötzlich wurde sie wütend auf eine pummelige Kuh und rügte sie streng. Das ist schmutzig. Hör sofort auf, du machst alles dreckig. Okay, ihr ist aber schon bewusst, dass es ein Plüschtier ist, ne? Ich meine, ja, es ist legitim mit dem Alter. Ich habe auch noch ein paar Plüschtiere, aber ich meine nur. Ali, was habe ich gerade gesagt? Es ist schmutzig. Du musst dich benehmen. Okay, sie hat also auch schon Namen für die Tiere. Das ist immerhin, wie gesagt, sie fühlt sich wohl. Was wollen wir? Und roll dich nicht auf den Boden. Du solltest keinen Aufstand machen, nur weil du nicht bekommen hast, was du wolltest. Als Strafe schickte sie die Kuh in eine Ecke und befahl ihr, sich nicht zu bewegen. Jetzt setzte sie durch einen Pony mit langen Wimpern. Die Teeparty der Plüschtiere, die von den blauen Affen gegeben wurde, dann war das vorher ein Affe, okay, lief offenbar nicht wie geplant. Der 30-jährige Mann beobachtete jede Bewegung des kleinen Mädchens genau. Endlich bemerkte sie seine Anwesenheit. Es kam ihm vor, als müsste er etwas sagen. Hast du Spaß? Ja, ich wusste nicht, dass es solch einen Raum in ihrem Haus gibt. Wessen Zimmer ist es? Oh, und da sieht man sofort, den Blick wird ernster. Es war das Lieblingszimmer meiner Frau, bevor sie gegangen ist. Das Lieblingszimmer seiner Frau. Interessant. Was ist mit ihr passiert? Es ist eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir ein andermal. Mir ist wieder ein bisschen traurig, die Musik hat sich auch ganz leicht geändert. Aber nur ganz leicht, sie ist immer noch sehr ähnlich. Das Essen wird kalt. Willst du nicht essen? Ich komme sofort. Was gibt es zum Abendbrot? Spaghetti Bolognese. Toll, toll, ich liebe Spaghetti. Ja, kann ich nachvollziehen, ich esse sie auch gerne. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde sagen, ach nee, komm, ein bisschen machen wir doch. An diesem Abend bewunderte Tristan Mallory die kleine Amber, während sie ihr Essen verschlang. Halb amüsiert, halb abgelenkt. Sie so fröhlich zu sehen, beruhigte sein Herz ein wenig. Aber zugleich... Okay, ich würde sagen, da hören wir jetzt auf, weil jetzt will das nächste Amber wieder einen Dialog anfangen. Ich speichere nochmal. Beziehungsweise überspeichere. Ja, was haltet ihr denn bisher von dem Spiel? Ich bin ein bisschen... Ja, wir wollen zum Hauptmenü zurückgehen. Ich bin ein bisschen irritiert jetzt von dem plötzlichen Wechsel. Am Anfang war es ja sehr depressiv und jetzt die Teeparty. Ich bin ein bisschen irritiert. Aber ich find's cool. Ich find's irgendwie cool. Es ist cool geschrieben. Wie gesagt, ich hoffe, wir machen später noch mehr als nur bloßen Text zu lesen. Und ich find's schön, dass das Spiel nicht abgeschmiert ist. Weil, wie gesagt, es ist vorher zweimal abgeschmiert. Und ja,
sehen uns dann noch zu dem zweiten Part von Amber und natürlich auch zu Magic Duels und Game of Thrones, wenn ihr Lust habt. Bis dahin, Freunde, ihr habt euch wohl.